Ich melde mich zurück mit meiner neuen Brille und ich wollte einfach heute mal ausprobieren, wie es denn so ist, geschminkt zu sein mit der Brille, also wie das so aussieht. Und das habe ich mit euch zusammen gemacht und ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. So, meine Lieben, wir haben eine veränderte Sache für mich und zwar... ist noch in keinem einzigen Video auf dem Kanal aufgetaucht. Also, ich habe auch oft davon gesprochen. Das muss ich gerade mal gucken. Wenn ich so nach oben gucke, dann seht ihr die Lampe. Aber wenn ich so direkt in die Linse schaue, dann passt das eigentlich schon. Super. Ich möchte halt einfach mal ausprobieren, wie das so für mich wirkt. Ich sehe noch nicht so wirklich gut mit der Brille. Also das ist meine erste Gleitsichtbrille und das ist ein verändertes Sehen. Also wer mal von einer normalen Weitsichtbrille auf eine Gleitsichtbrille switcht, merkt das. Also das ist halt einfach unten lesen, oben Weite und alles, was ich halt lesen muss, das hat mein Kopf noch nicht verstanden, weil ich habe die Brille jetzt seit Freitag. Mein Kopf noch nicht verstanden, dass er sich halt immer mitbewegen soll und nicht nur die Augen. Und dann wird es meistens immer so ein bisschen, ja, unscharf. Also ich möchte heute mal ausprobieren, wie ich geschminkt mit Brille aussehe. Und da fangen wir gleich mal an, die Haare wegzumachen. So. Und Feuchtigkeit. Ey, tatsächlich, die Flasche ist fast leer. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die leer kriege. Aber es war echt gut. Also ich würde mir das Aloe Vera jetzt nicht mehr nachkaufen. Oder ich will es nicht komplett ausschließen. Sagen wir es mal so. Weil das ist halt schon ganz geschickt. Für die Kopfhaut beispielsweise kann man es ja auch drauf machen, obwohl es jetzt nicht so die Mega-Wirkung hatte. Warum mache ich mir das jetzt aufs Gesicht? Ich habe eigentlich gerade Pflege drauf gemacht, aber ich habe meine Pinsel vergessen. Merke ich gerade einen Augenblick. Ja. Organisiert wie eh und je. Also mir ist auch gerade ein Pinsel hinter den Schrank gefallen. Und mal gucken, wie ich den wieder runter rausholen kann. Mal schauen. Wir fangen an mit Mineralpuder. Den gibt es leider nicht mehr. Das war von den Farben her auch so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal kritisch, weil das halt nicht jedem passt. Und mir ist es fast auch ein Stückchen zu gelb. Vorbereitung. Ich versuche mir das jetzt nicht auf der Hose zu verteilen, sondern erstmal im Pinsel zu verteilen. Aber ich glaube, ganz gut gemacht. Und deswegen kommt eine Feuchtigkeitscreme aufs Gesicht oder halt ein Gel, je nachdem. Ich mache das mir immer zuerst so ein bisschen in den Deckel rein. Hier. Und verteile es dann im Pinsel. Funktioniert auch nur mäßig gut. So. Inzwischen ist es ja so, dass immer mehr Hersteller jetzt hergehen und Mikroplastik aus den Produkten rausmachen. So habe ich gesehen, hat Balea tatsächlich das Reinigungsöl ohne Mikroplastik jetzt. Da war früher immer ein Filmbild mal drin. Ich weiß noch nicht, wie es mit Make-up ist. Ich vermute mal, dass sich da die Unternehmen das auch nicht nehmen lassen und auf den Hype jetzt auch aufspringen, was ja nicht schlecht ist. Aber lasst euch nicht verarschen. Also oftmals wird dann irgendwie Nanopartikel verwendet, was jetzt auch nicht unbedingt gut ist. Es gibt noch andere Stoffe, die eben für die Umwelt eben auch keinen positiven Faktor haben, bloß weil man jetzt auf Mikroplastik verzichtet. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Also aufpassen ist immer die Devise.
Also das wäre echt toll, wenn sich da Alverde nochmals rantrauen könnte und das Produkt echt verbessern. Und vor allem mehr Farben. Mehr Farben, das muss echt sein. Es waren, glaube ich, nur zwei oder drei Farben und das ist definitiv zu wenig. Das kann man auch mit einem Kabuki machen. Ich habe einen, aber den vergesse ich immer zu nehmen. Zu viel darf ich nicht drauf machen, weil es, wie gesagt, ein bisschen zu gelblich für mich ist. So. Voilà. Also ich bin echt gespannt, wie das sein wird. Das machen wir mal mit den Augenbrauen weiter. Ich habe den Aschblond-Stift und den Aschblond und das Aschblond-Gel. Ne, das ist glaube ich nur dunkelblond. Ist aber vollkommen okay. Das mache ich eigentlich immer drauf, weil das Gel alleine das nicht so ganz packt. Ich habe schon das ein oder andere graue Haar in den Augenbrauen. Und das Gel packt es einfach nicht alleine. Das ist halt bei Alverde oftmals schade, also nicht bei allem, aber bei vielem leider, dass es halt keine Alternative darstellt. Deswegen haben halt echt so viele auch keinen Bock auf Naturkosmetik. Oftmals sind die Alverde-Produkte halt auch einfach schlecht, muss man einfach so sagen. Ne? Das ist halt das Coole, hier ist halt immer so ein, auch an den Stiften immer so ein Teil dran. Für mich wäre tatsächlich schwarz keine Alternative, weil das zu harsch ist. Ich habe zwar fast schwarze Augenbrauen, aber es geht halt trotzdem nicht so wirklich. Deswegen ist diese Aschblond-Geschichte schon ganz okay, wenn auch nicht wirklich ideal, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, dann machen wir weiter mit Concealer. Da verwende ich den hier, weil mein Stift aufgegeben hat. Also sprich, der ist kaputt gegangen. Das ist halt das Ding bei dem Quartett. Da werde ich höchstwahrscheinlich nicht alle Farben brauchen. Ich mache meistens das Orange, mache ich noch, also verbinde ich noch mit dem Rosa. Ich weiß gar nicht mehr, was das gekostet hat. Ich glaube, um die 5 Euro Benekos ist jetzt nicht so. Benekos doch. Benekos ist jetzt nicht so teuer. Ich versuche halt so mikroplastikarm wie möglich zu handeln. Diesen Wegwurf von dem Kajal aus meinem DM-Haul haben mir tatsächlich echt jede Menge Leute übel genommen. Wie kann sie? Wie kann sie, wenn sie schon nicht aufpasst? Aber an der Stelle bin ich halt echt auch immer ehrlich. Und
was mich halt so geschockt hat, war dieses Haarspray-Thema. Das wurde jetzt noch von keinem einzigen Konzern aufgenommen, so dieses Mikroplastik-Thema. Da hörst du halt einfach gar nichts. Ich bin... Also die Eigenmarken von den Drogerien springen gerade drauf auf. Ich weiß nicht, wie es bei Müller ist, da habe ich nichts gehört, aber Rossmann ganz stark und Balea hat. Aber bei Balea muss halt echt, bei Rossmann wahrscheinlich auch. Ich kann von Isana kann ich jetzt nicht so viel erzählen, weil ich habe keinen Laden in der Nähe. Ich gehe da relativ selten hin und im Moment gar nicht, wegen Corona und so. Hab mir auch schon überlegt, ob ich vielleicht nicht mal wieder bestellen soll. So. Jetzt nehme ich den hier. Der ist ganz gut. Ja, Corona verschiebt einfach echt alles. Ich bin momentan auch in so einer richtig blöden Situation. Wer die Livestream auf meinem Zweitkanal nicht anguckt. Es ist halt schon so, seit einem halben Jahr hätte ich halt schon anfangen sollen mit Arbeiten. Und ich brauche euch nicht erklären, dass diese ganze Corona-Geschichte der Wirtschaft halt einfach gar nicht gut tut. Und das ist halt einfach auch die Folge davon, dass ich halt bis jetzt noch nicht eingestellt wurde. Man weiß nicht, mit der Situation umzugehen, das ist ganz klar. Wir haben nach heutigem Stand Stufe 3. Und das ist halt echt so eine Sache. Das hier ist zum Beispiel eine Probe von dem Lili Lolo Make-up. Verwende ich halt immer für die Augen. Das Mineral-Make-up. Würde ich mir jetzt auch holen, wenn ich das andere jemals aufbrauche. Also gerade im Kosmetikbereich gab es bei mir noch nie irgendwie ein Produkt, was ich wirklich aufgebraucht habe. Bei mir läuft das echt immer auf Wegschmeißen raus. Wenn es zu alt ist, Leute, passt da echt auf. Ne? Also ich habe jetzt mein Kajal ja auch ersetzt. Ich habe jetzt übrigens einen von Lavera. Wenn es zu alt ist, tut euch wirklich selbst den Gefallen und schmeißt die Sachen weg. Man weiß es halt einfach echt nicht. Man weiß es wirklich nicht. Ich weiß noch, wie ich meinen ersten abgelaufenen Lippenstift von meiner Tante geschenkt bekommen habe. Der war wirklich, der war echt abgelaufen. Der war im wahrsten Sinne des Wortes abgelaufen. Nicht nice. So, so ein knallpinkes Gerät. Echt lustig, dass ich mich noch dran erinnern kann. Aber der war halt echt, der hat halt echt gestunken. Ich habe selbst jede Menge von meinen Lidschatten einfach weggeworfen, weil also da gehe ich halt, bei so Puderprodukten gehe ich oftmals nach Geruch. Wie jetzt das ist halt, es riecht inzwischen neutral, aber viele dieser Catrice und die Schatten, die haben so einen komischen Geruch gehabt. Das war halt echt nicht angenehm. Gefällt mir gerade irgendwie gar nicht. Es kann mir halt echt mit der Brille jetzt passieren, dass ich mich halt noch weniger schminke. Weil da fühle ich mich halt echt richtig wohl damit. Ich habe mich auch richtig auf die Brille gefreut, obwohl sie scheiß teuer war. Echt.
Also die Brille an sich war nicht teuer. Die hat 55 Euro gekostet, aber die Gleitsichtgläser. Ich habe halt insgesamt 508 mit Rabattierung bezahlt, weil bei Pro Optik habe ich mir die machen lassen. Gab es so eine Rabattierung, die hat sich Heldenkarte genannt. Die habe ich mir geholt. Gott sei Dank habe ich die noch gekriegt, weil ich glaube, das ging bis September oder so. Da habe ich mir das noch geholt. Und man kann halt mit der Heldenkarte bis Ende des Jahres einkaufen. Weil sonst hätte ich gleich noch mehr bezahlt. Ich glaube, dann wäre ich auch hergegangen und hätte es bei Apollo machen lassen. Weil da wäre es ohne Rabattierung 550 gewesen ungefähr. Also ich bin bis dato auch immer mit Apollo ganz gut gefahren. Also da habe ich also nichts Schlechtes zu berichten. Wirklich nicht. Aber ich habe schon sehr, sehr viele Brillen aufgehabt und halt festgestellt. Also mir gefallen diese Metallbrillen, diese halbrunden, die finde ich schön. Die gefallen mir halt einfach. Aber an mir sieht das so doof aus. An mir ging das halt gar nicht und das musste ich sehr, sehr schnell feststellen. Sehr, 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 sehr schnell. Also schön ist anders. Dann habe ich auch so ein bisschen geguckt, ja. Was kann man sonst noch so machen? Habe auch mit so Rahmenlosen ein bisschen rum experimentiert. Geht auch nicht. Sieht nicht schön aus. Dann hatte ich so eine Hornbrille mit durchsichtigem Gestell. Das sah mir halt einfach auch nicht gut aus. Also der Tatsache muss man halt einfach wirklich ins Auge schauen. So. Und dann bin ich halt bei der braunen hängen geblieben. Ich setze zum Schluss nochmal auf. Ich habe keinen Highlighter da. Den hole ich jetzt nochmal kurz. So, Highlighter ist auch von Lavera. Den finde ich eigentlich gar nicht mal so übel. Würde ich mir auch wieder nachkaufen, weil der halt jetzt auch schon wieder recht alt ist. Aber es hilft halt wirklich immer, am Produkt zu riechen und gucken, ob sich irgendwie die Konsistenz vom Produkt verändert hat. Weil ihr helft euch wirklich nicht, wenn ihr das dann auf dem Gesicht auftragt und dann merkt so, ihr kriegt Hautreaktionen. Na, also es ist nichts gespart, absolut gar nichts. So. Dann habe ich mir heute gedacht, mal den hier aufzutragen. Also, ich habe auch meine Sammlung, die ich von früher hatte, die ist nur noch ein Bruchteil groß. Hier müssen wir noch mal ein bisschen ran. Ich habe heute jetzt mal keinen Bronzer drauf. Das passt, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist mein Kajal jetzt, den ich habe. Das ist ein ganz normaler schwarzer Kajal von Lavera. So nichts Besonderes, weil bei Kajal haben wir gelernt, gibt es auch Mikroplastik.
man eigentlich so im Nachhinein drüber nachdenkt, ist einem das schon klar, weil man will die ja so haltbar wie möglich machen. Aber es ist halt nicht notwendig. Ja, Corona ist eine Sache, die halt schon recht gruselig schon wieder ist. Also in Baden-Württemberg wurde Stufe 3 ausgerufen, sprich, wenn es zu eng wird, sollst du die Maske dann auch in Fußgängerzonen und Co. tragen. Habe ich jetzt so oder so immer schon gemacht. Wenn es zu eng wurde, gerade bei uns auf dem Markt, habe ich halt die Maske drauf. Weißt du wie? Also das habe ich so oder so schon immer so gemacht. Ja, aber dieses Ungewisse, ob ich jetzt im November anfange oder nicht, das ist eine Sache, ich sag's euch. Kann sein, dass ich das erst kurz vorher erfahre. Bin halt gerade deswegen am Vordrehen, also sprich, ich gucke schon, dass ich pro Woche so um die 6 Videos drehe. Dass ich halt so in der ersten Zeit mit Videos drehen, wenn ich einen neuen Job habe, halt nicht den Gedanken an meine Videos verlieren muss, sozusagen. Also blindheitstechnisch sehe ich schon noch ohne Brille. Aber lesen ist halt schwer im Laden. Deswegen habe ich mir die Gleitsichtbrille auch geholt. Das soll lasten. Ich muss gerade mal ein bisschen näher gucken. Kann man. So. Jetzt probieren wir zum ersten Mal. Boah, der ist aber schon spitz. Dass ich mir da aufspieße. Also gerade bei meinem Kajal, den ich da als letztes hatte, das war auch Naturkosmetik, aber den hatte ich halt echt schon ewig. War mir das halt dann schon so ein bisschen. Oh, der gibt gut schwarz ab. Also gar nicht mehr so übel. Da hatte ich dann schon so. Das fand ich dann schon so gruselig, weil er halt schon so alt war. Den habe ich aus einer Kosmetikbox. Und die Kosmetikbox habe ich ja schon ewig nicht mehr. Also locker 2, 3 Jahre. Von dem her war mir das dann klar, Kajal wegwerfen. Ich glaube, ich habe auch noch nie ein Kajal aufgebraucht. Also so wie ich schon gesagt habe, wenn ich was im Kosmetikbereich aufbrauche, dann sind es Concealer oder Wimperntusche. Und die wird bei mir auch alt, aber da muss ich halt echt auch ehrlich sein und sagen, ich mag alte Wimperntusche lieber als frische. Die haftet besser. Und nach der Vorgabe kriege ich es eh nicht mehr. Davon abgesehen. Also, ja. Das wäre es dann jetzt. Jetzt machen wir die Haare wieder gescheit hin. Ja, die sind halt auch noch nicht so richtig perfekt, die Haare. Ich lasse gerade meinen Pony rauswachsen. Und geht noch nicht mal bis zur Nasenspitze.
Und du kannst halt mit dem Pony einfach noch nicht viel anfangen. No way. So. Was sagt ihr? Ich finde es gar nicht schlecht. Ist halt so, dass so eine Brille unwahrscheinlich viel schluckt. Das muss man halt auch sehen. Aber so richtig auffällig geschminkt sein möchte ich ja so oder so nicht mehr. Mal davon abgesehen. Also ich fand das braune Gestell gar nicht mal übel. Weil schwarz, wie gesagt, das war mir zu... Ich habe so viele Brillen in dem Stil aufgehabt, die so ein bisschen zu klein waren auch. Also ich wollte tatsächlich so was Rundlicheres, was so ein bisschen mehr meine Augen so einrahmt. Aber was sagt ihr? Ja, Brillenschlange. Man muss der Tatsache halt jetzt einfach auch so ein bisschen ins Auge schauen, dass ich habe auf die Weite, habe ich hier schon immer eine Brille gebraucht und ja, es ist schon besser. Ich bin mal gespannt, wie lange es noch dauert, bis ich mich an die Gleitsichtbrille komplett gewöhnt habe. Also ich setze halt jetzt so oft wie möglich auf. Naja, ich melde mich ab, sage danke fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.